Jürgen Gruppe, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Feldmann, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Bouffier, sehr geehrter Herr Staatsminister Beuth, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Stadtrat, liebe Freunde und Mitglieder, liebe Partner, Förderer und Wegbegleiter des ersten FFC, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass wir heute alle zusammengekommen sind, um gemeinsam hier im historischen Kaisersaal der Stadt Frankfurt und damit auch vor den Augen von 52 Kaisern auf 20 Jahre Vereinsgeschichte zurückzublicken. Als Vorsitzender des ersten FFC Frankfurt möchte ich mich im Namen des Vorstandes ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Oberbürgermeister, für Ihre Worte und für Ihre Einladung zur heutigen Feierstunde zum 20. Geburtstag des ersten FFC Frankfurt aufs Allerherzlichste bedanken. Ich finde es keine Selbstverständlichkeit, dass wir das hier machen dürfen. Hierfür vielen Dank. Hier in Frankfurter Römer mit über 300 Gästen unser Jubiläum feiern zu dürfen. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass Sie, lieber Herr Ministerpräsident Bouffier, bei unserer Feierstunde die Spitze unserer langen Gästeliste mit weiteren Vertretern des Landes, der Stadt, Repräsentanten der Verbände sowie der Frankfurter Sportvereine und vielen anderen anführen. Dieser Abend ist ein tolles Come-Together aus zwei Jahrzehnten, zwei FFC-Jahrzehnten. Sie alle, Spielerinnen, Trainer, Betreuer sowie ehemalige und aktuelle Vorstandsmitglieder haben in besonderer Weise unsere Erfolgsgeschichte mitgeschrieben und maßgeblich dazu beigetragen, dass das Märchen vom Stadtteilclub, der Auszug, um den europäischen Thron zu erobern, Wirklichkeit geworden ist. Ich freue mich sehr, heute Abend die Gelegenheit zu haben, noch tiefer in die FFC-Historie einzutauchen und viele Protagonisten und Menschen, die den ersten FFC Frankfurt und den Vorgängerverein, die SG Braunheim unterstützt haben, nun auch persönlich kennenzulernen. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz besonders bei unserem Manager, Sigi Dietrich, und seinem Team von Sigi Sportmanagement, die unsere heutige Geburtstagsfeier gemeinsam und in enger Abstimmung mit dem Protokoll der Stadt Frankfurt und unserem Vorstand so hervorragend organisiert haben. Auch das sehr gelungene Jubiläumsmagazin 20 Jahre erster FFC Frankfurt, das da draußen ausliegt, und die FFC-Titelpräsentation im Foyer sind tolle Visitenkarten, die an viele Highlights und Meilensteine unserer wahrlich bewegten Vereinsgeschichte erinnern. Lieber Sigi, mein Dank gilt im Namen unserer Vorstandsgeneration auch dir persönlich. Als Manager und Investor des ersten FFC Frankfurt warst du maßgeblich daran beteiligt, dass unser Verein europäische und deutsche Frauenfußballgeschichte schreibt. Wer hätte es bei der Gründung für möglich gehalten, dass wir zwei Jahrzehnte später auf 20 internationale und nationale Titelgewinne zurückblicken können und als Verein für Frankfurt, Hessen und Deutschland ein sportliches Auszeichnung? Darüber hinaus möchte ich auch deine generellen Verdienste um den Frauenfußball würdigen. Du warst in vielen Bereichen ein Vorreiter, ein Visionär und damit im positiven Sinne ein Überzeugungstäter, der mit seinem ehrenamtlichen Engagement als FFC-Manager auch in verschiedenen DFB-Gremien erheblich dazu beigetragen hat, die gesamte Sportart weiterzuentwickeln und wettbewerbsorientiert zu gestalten. Nicht zuletzt dieser Blick über den Tellerrand des eigenen Vereins hinaus macht ihn so wertvoll für den ersten FFC Frankfurt und für den gesamten Frauenfußball. Und ich darf es mal in meinen Worten sagen, für mich bist du die Lichtgestalt des Frauenfußballs. Wie auch immer wir uns zusammenlesen. Daher von uns allen an diesem besonderen Tag ein großes Dankeschön für uns. Ein genauso großes Dankeschön gilt natürlich im Zusammenhang mit der Entstehung des ersten FFC Frankfurt und vor allem mit den ersten äußerst erfolgreichen Jahrzehnten unseres Vereins, den 7 Gründungsmitgliedern Doris Dietmeier, Annelie Schmorki-Hauptvogel, Vera Heck, Pia Hess sowie Gabriela und Roman Schmidt und natürlich ganz besonders Monika Stab.
die unerahnlicherweise über viele Jahre gemeinsam mit der noch heute tätigen Schatzmeisterin Shorty Hauptvogel sowie vielen früheren Vorstandsmitgliedern mit Unterstützung die Geschicke des Vereins lenkte, jede freie Minute in den Verein investierte und dann noch, so ganz nebenbei, mit den Erfolgen des ersten FC Frankfurt zu Europas erfolgreichster Trainerin wurde. Ein Engagement. Liebe Monika Stark, lieber Sigi, eines steht fest. Ohne euch als dynamisches Duo und ohne eure vielen Mitstreiter wären wir heute Abend sicherlich nicht hier und würden gemeinsam auf 20 erfolgreiche FFC-Jahre zurückgehen. Liebe Gäste, an dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch bei den früheren Vorsitzenden Doris Wiedmeier und Bodo Adler, allen langjährigen Vorstandsmitgliedern, bei den Spielerinnen und Trainern sowie unseren Sponsoren, angeführt von Lotto Hessen und der Commerzbank, unseren Förderern und nicht zuletzt bei unseren zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus zwei Jahrzehnten für tolles Engagement für unseren ersten FC Frankfurt bedanken. Lasst uns auch in Zukunft mit großer Energie an den Zielen unseres Vereins arbeiten. Wenn Sie von mir nun einen detaillierten Einblick in 20 Jahre erster FC Frankfurt erwarten sollten, muss ich Sie enttäuschen. Darauf, ich werde verweisen auf die Rede unseres Managers Sigi Dietrich, der kann es nicht viel besser als ich, weil er war schon ganze 20 Jahre dabei. Er wird uns nachher mitnehmen auf einen Streifzug durch zwei Jahrzehnte großartiger Erfolge, unvergessliche Emotionen, realisierte Ziele und besondere Erlebnisse. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne Geburtstagsfeier hier im Kaisersaal. Nach dem offiziellen Teil gute Gespräche in den Foyers des